Wir machen keine Verträge, wir machen keine Geschäftsbeziehungen ein mit Plattenfirmen, weil wir doof sind oder aus Schierschandudel oder so oder weil wir was zu verschenken haben, sondern weil wir sonst unsere Musik nicht machen können. Und das Rumgetrampelt darauf, dass wir irgendwie uncool sein, wenn wir darauf beharren, dass wir diese Werke geschaffen haben, ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass man uns ins Gesicht pinkelt und sagt, euer Kram ist eigentlich nicht wert. Wir wollen das umsonst haben. Wir wollen damit machen können, was wir wollen. Und wir scheißen drauf, was du willst oder nicht. Die Gesellschaft, die so mit ihren Künstlern umgeht, ist nicht wert. Das einzig Wahre am Rock'n'Roll ist, dass wir jede Mark, die wir bekommen, selber verdienen. Die bekommen wir von Leuten, die sagen, ja, das ist mir das wert. Ich gebe 99 Cent aus für dieses Lied. Das ist die Idee dabei. Das macht den Rock'n'Roll groß. Alles andere ist Subventionstheater. Ja, alles andere ist Straßenmusik. Aber ich möchte kein Straßenmusiker sein. Denn zu glauben, man könne auf Plattenfirmen verzichten und dann würde man sozusagen trotzdem noch dieselbe Art von Musiklandschaft vorfinden, wie wir sie eigentlich jetzt haben oder sagen wir mal vor 10 Jahren hatten, das ist ein großer Irrtum. Ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber eins muss Ihnen klar sein, für die Leute zwischen 15 und 30 gibt es keine endemische Musik mehr. Wir haben keine eigene Musik mehr. Die kleinen Labels, die vor allem ein studentisches Zielpublikum hatten, die ganzen Indie-Labels, die sind alle tot. Die sind alle weg. Was bleibt, ist Volksmusik, deutscher Schlager und Rockmusik für die Älteren. Der Rest dazwischen ist schon tot. Aber ich möchte kein Straßenmusiker sein. Die Rolling Stones gehen auf Tournee oder ich weiß nicht, jetzt alles Ding, tun sich wieder zusammen und wer weiß. Ja, mit Platten kann man kein Geld mehr verdienen. Richtig. Klar, deshalb gehen die jetzt alle auf Tournee, weil das Tourneegeschäft läuft ganz toll und alle Leute downloaden das eben, aber die das Musik. Geld. Ja, da zahlt ja kein Mensch was für. Und du kannst das, ich finde, diese ganze Diskussion, diese jungen Menschen in die Nähe von Strafbarkeit zu rücken, ja, dass die da was Verbotenes machen, finde ich absoluten Schwachsinn. Weil erstmal gibt die Industrie denen die Möglichkeit, das zu machen. Also schafft die Geräte, die Hardware. Schafft die Hardware, verdient damit dran, sagt denen, hier sind die Programme, ihr könnt jetzt downloaden. So ist zu dir denn oder zu mir, ist da damals einer gekommen und hat gesagt, wir dürfen am Radio nicht mehr sitzen und die Sachen aufnehmen. Aber ich möchte kein Straßenmusiker sein. YouTube gehört Google, das ist ein milliardenschwerer Konzern, die aber nicht bereit ist, pro Klick zu bezahlen. Nun hat aber weder YouTube noch Google uns irgendwas zu bieten, außer was andere Leute geschaffen haben und da reingestellt werden. Und da sind wir gerade an dem Punkt, wo die Musiker sagen und die GEMA sagt, und die GEMA sind wir letztendlich, das sind die Komponisten und Textdichter, wo wir sagen, nein, für dieses Geld kriegt ihr unseren Kram nicht. Und wir sehen nicht ein, dass Milliardengeschäfte gemacht werden, auch mit Werbung in diesem Bereich, ja, und wir kriegen davon nichts ab. Wir sind sozusagen die Penner in der letzten Reihe. Das ist eine Unverschämtheit. Das sollte sich jeder, auch junge Mensch, genau überlegen, ob er sich wirklich zum Lobbyisten von so einem milliardenschweren Konzern wie Google machen möchte. Aber ich möchte kein Straßenmusiker sein. Du würdest sagen, Musik im Netz freigeben. Ach. Klar, die Zeit ist jetzt hier angekommen, die haben den jungen Leuten das gegeben und die sollten die jetzt nicht irgendwie in eine kriminelle Ecke machen. Das heißt, der Künstler soll einfach seine Musik machen, die soll downgeloadet werden, dann hören es viele und dann geht er eben auf Tournee und wenn sich die Leute das live anhören wollen, dann kostet eine Karte 45 Euro und dann holt er sich das Geld da ab. Ja, so wird es sein in der Zukunft. Aber ich möchte kein Straßenmusiker sein.